Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Auf besonderen Wunsch wollte ich mich noch einmal etwas vertiefter mit den vier Brahma-Vihara, den vier grenzenlosen Geisteszuständen, beschäftigen. Und ich fange mal an mit einem weiteren Zitat des Dalai Lama aus seiner Schriftzeit Rebellen des Friedens. Es dauert ein bisschen, Andreas. Da sagt der Dalai Lama: Im Zuge meiner klassischen Ausbildung in der buddhistischen Lehre habe ich die Gesetze wechselseitiger Beziehungen und das Potenzial der Menschen für grenzenloses Mitgefühl kennengelernt. Unsere Gebete schließen die vier unermesslichen Gedankenwelten ein. Jetzt kommen Sie nochmal. Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Über meine religiöse Tradition hinaus hat mir allerdings die moderne Physik die Unbegrenztheit dieser Bewusstseinszustände aufgezeigt. Vor allem durch meine Gespräche mit Abdul Kalam, dem ehemaligen Präsidenten Indiens und Nuklearphysiker, den man auch den Sacharow Indiens nennt. Er hat mir erzählt, dass er die Unschärferelation, eine Sache, die Heisenberg entwickelt hat, in den Schriften des großen buddhistischen Heiligen Nagarjuna wiedergefunden hat, der die Philosophie der bedingten Produktion entwickelt hat. Die Quantenphysik wiederum bestätigt die uralte Intuition von der wechselseitigen Abhängigkeit, der Quantenverschränkung auf feinstofflicher Ebene. Bis in eure kleinsten Strukturen hinein seid ihr in Resonanz mit dem Sonnensystem, der Milchstraße und dem Kosmos. Auch wenn dies für uns kaum vorstellbar ist. Vor eurer Geburt, während eures Lebens und nach dem Tod eures physischen Körpers vibrieren eure Zellen im Einklang mit dem unendlichen Universum. Eure Gedanken, eure Gefühle verlängern sich über das Wahrnehmbare hinaus ins Unendliche. Altruismus heißt nicht, sich selbst zu vernachlässigen oder sich Dinge zu versagen. Im Gegenteil, wenn man anderen etwas Gutes tut, dann tut man sich nach dem Gesetz der wechselseitigen Abhängigkeit auch selber etwas Gutes. Man wird ausgeglichener und unbefangener und man versteht, wie widernatürlich der Egozentrismus tatsächlich ist, weil er der Realität der wechselseitigen Abhängigkeit widerspricht. Überprüft, wie sehr der Egoismus euch Türen verschließt und in welchem Maße der Altruismus sie euch öffnet.
Philosophien, Ideologien, Politik und Wirtschaftstheorien des Westens haben den Glauben an den Wettbewerb propagiert, der genährt wird von Rivalität, Neid, Eifersucht und Ablehnung, die auf eine kreative, dynamische Gesellschaft übertragen wurden. Das 20. Jahrhundert hat eine zerstörerische Gesellschaft geschaffen, in der das Zusammenleben von Gleichgültigkeit und Selbstbezogenheit gekennzeichnet war. Ich bewundere das Wachstum der westlichen Welt, aber ich bedauere, dass ihre Ideologie eine Generation wie die eurer Eltern hat heranwachsen lassen, die vom Gesetz der wechselseitigen Abhängigkeit und der Rolle des Mitgefühls nichts wusste. Vor allem in den reichen Ländern, wo eine Mehrheit von einem sehr hohen Lebensstandard profitiert, sind Menschen oft isoliert. Ist es nicht paradox, dass man mit einer so großen Zahl an Nachbarn als alter Mensch auf seine Zuneigung zu Hunden und Katzen reduziert ist? Ich bitte euch, die sozialen Beziehungen wieder zu Wohlwollen und Rücksicht hin zu entwickeln. Ja, gerade zu dem letzten Punkt möchte ich noch anmerken, Großbritannien hat jetzt ein Ministerium für Einsamkeit eingerichtet. Ja, wir lachen darüber, aber es ist eigentlich eine traurige Tatsache. Man hat festgestellt, 9 Millionen Briten gelten als einsam. 9 Millionen. Also wahrscheinlich bei uns dasselbe, ja, nur dass da noch kein Ministerium für Einsamkeit gibt. Aber auch wir haben viele Millionen einsame Menschen, ja. Als erstes Land weltweit hat Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen. Seit 2018 koordiniert es die Versuche der Regierung, Menschen aus der Isolation und der Anonymität zu holen. Also, es war ein richtiges Regierungsprogramm, ja. Nur mal so ganz am Rande. Dass der Buddhismus 4 Aspekte des Mitgefühls kennt, hatte ich ja bereits gestern schon gesagt, die 4 Brahma-Vihara, und dass das auf eine Antwort des Buddha zurückgeht an einen Brahman, der eben dem Göttlichen näher kommen wollte. Und da hat der Buddha ihm diese 4 Aspekte des Mitgefühls genannt, als Wohnstätten Brahmas. Der Dalai Lama beschreibt ja, dass er selbst, als er sich mit der Lehre des Buddha befasst hat in seiner Ausbildungszeit, dass ihm da die Grenzenlosigkeit des Mitgefühls aufgrund der 4 Brahma-Vihara klar geworden ist, weil er auch gesehen hat, wie diese 4 Aspekte in Aktion aussehen. Ja? Diese 4 Aspekte in Aktion, da gibt es den Aspekt, da gibt es den Ausdruck in der Meditation, aber es gibt auch den Ausdruck im täglichen Handeln. Ja? Und
wiederhole nochmal, Maitri Metta, der erste Aspekt, liebende Güte, Liebe, Liebe zu sich selbst und dadurch Liebe zu anderen Menschen. Wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir keine Liebe für andere Menschen aufbringen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir uns an dem Punkt ernst nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann ist unsere Zugewandtheit zu anderen Menschen nicht von der Kraft unseres Hara getragen, sondern dann haben wir Moralvorstellungen, die wir bedienen und die letztlich kraftlos bleiben. Das ist dann eine gute Absicht, ja? Funktioniert aber nicht in der Praxis. Deshalb, wir brauchen das, diese Beschäftigung, diese Einfühlung für uns selbst. Ja, deshalb dieser Aspekt, das ist Selbstakzeptanz, Akzeptanz von anderen, liebevolle Präsenz, die Überzeugung, ich bin okay, du bist okay. Und das wirkliche, klare Mitbekommen, was in mir lebendig ist. Meine Gefühle und die Bedürfnisse, auf die sie hinweisen, der Erfüllungsgrad der Bedürfnisse. Zentral. Ja. Gut, und die Meditation, die das einschließt, ist vor allem das Meditieren über den Satz in Bezug auf mich selbst. Du bist mit allem willkommen, mit allen deinen Wesensäußerungen bist du willkommen. Da gibt es nichts, was weggeschickt werden muss. Du bist willkommen. Und natürlich auch, wenn wir dieses Feld bedienen, dann geht es auch in Richtung, mögen alle Wesen Frieden finden. Dann, wenn wir genährt sind, dann können wir dieses Feld des Mitgefühls, diesen Aspekt des Mitgefühls ins Grenzenlose hinaus ausdehnen. Dann strahlen wir das aus. Dann ist es egal, wo wir uns aufhalten. Wir können mit Fug und Recht sagen, mögen alle Wesen Frieden finden. Das ist dann etwas, was zu unserer psychischen Realität gehört. Manchmal nenne ich das ja auch die große Dharma-Liebe. Wir können das ausstrahlen. Es ist eine Liebe, die nicht spezifiziert ist, sondern die sich an alle richtet. Ja? Es ist ein gewisser Unterschied zwischen der sexuellen Attraktivität und was damit alles verbunden ist. Und dieser nicht spezifischen Bereitschaft, in Beziehung zu gehen zu anderen Wesen. Ihr merkt es, wenn euer Herz aufgeht, wem immer ihr begegnet und wenn ihr vor den Tempel tretet und die Blumen seht und die Vögel singen hört, wie ihr in diesem Universum des Mitgefühls mitschwingt und ein wichtiger Faktor seid. Das könnt ihr beobachten, ja? Also, in der Meditation, da können wir das bestärken. Und auch in unserem Handeln können wir das bestärken, indem wir uns Selbsteinfühlung schenken, Mitgefühl für uns selbst, indem wir anderen Präsenz schenken. Übrigens das größte Geschenk, was wir einer anderen Person machen können. Für sie wirklich präsent sein. Und das heißt, einfach da sein
und den eigenen Senf mal beiseite lassen. Und nicht, wenn die Person sagt, oh, ich komme aus dem Urlaub, wir haben so schreckliche Dinge da erlebt. Statt Erholung, Lärm, Krach, Dürre, heiße Hitze und so weiter. Dann fallen wir nicht ein und sagen, ja, so ging es mir letztes Jahr auch und es war beschissen. Nee, wir hören mal zu. Wir nehmen das auf, mitfühlend. Wir gehen mit der Person mit dem, was sie erlebt hat. Wir öffnen uns im Zuhören und sind raumgebend. Das ist Maitri in Action, ja. Der erste Aspekt. Dann haben wir Karuna, die tiefe, bedingungslose Anteilnahme, Empathie für andere, ja, Einfühlung für das Leiden anderer. Und das bedeutet ja, das Leiden nicht abzuwerten oder abzulehnen oder zu sagen, wird schon wieder und so weiter. Nee, das bedeutet, sich dem vollständig zu öffnen. Also, die Meditation ist, ich gebe dir den Raum, dem Klang deiner eigenen Stimme zuzuhören und ihr zu vertrauen. Ich stehe dir bei. Diese Meditation habe ich schon öfter mal beschrieben, dass wir die von Avalokiteshvara lernen können, die nämlich deshalb zur Einsicht gekommen ist, dass wir mit allen verbunden sind, wesensgleich sind, indem sie sich auf das Zuhören verlegt hat. Und der Buddha hat, als sie davon berichtet hat, gesagt, in dieser Welt ist diese Art des Zuhörens die beste Art und Weise, zum Erwachen zu kommen. Erwachen durch Zuhören, das ist unsere große Chance. Und das ist eben Karuna, tiefe Anteilnahme. Ja, Schritte der Versöhnung, Schritte des Bedauerns, tatsächlich zu leben als Handlung. Herausfinden der unerfüllten Bedürfnisse. Eben mit der Methode Avalokiteshvara. Ich gebe dir den Raum, dem Klang deiner eigenen Stimme zuzuhören. Nicht irgendwie, ich gebe dir Ratschläge und so weiter. Nee, ich höre dir so zu, dass du selbst merkst, was sind deine Beweger und in welcher Verfassung sind die im Augenblick. Stehst du vor Hindernissen? Gibt es vielleicht einfach einen kleinen, einsichtsvollen Funken und die Tür zur Erfüllung ist wieder geöffnet? Das ist die Methode Avalokiteshvara, Karuna. Dann haben wir den dritten Aspekt, Mudita. Mudita ist Feiern. Freude, Freude über das Erfülltsein. Das ist nichts irgendwie Anstößiges, sich erfüllt fühlen. Im Gegenteil, das ist eigentlich der ganze Zweck unserer Reise hier, ja? Dass wir das tatsächlich feiern. Und zwar können wir das für uns selbst feiern, das können wir mit anderen feiern. Das können wir feiern, wenn wir Feedback geben, weil wir bemerkt haben, dass die Intention eines anderen, unser Leben schöner zu machen, indem er Kaffee und Kekse da im Doxa-Raum steht,
indem wir das bemerken und nicht einfach so, ja, schön. Nee, das können wir feiern. Das ist doch wunderbar, ja? Dass wir diesen Kontakt haben, dass wir einander zugewandt sind und es uns eine Freude ist, das Leben eines anderen schöner zu machen. Und das bekunden wir. Wir geben Feedback. Das ist eins unserer größten Bedürfnisse zu erfahren, hat eine Handlung, die ich für eine andere Person getan habe, hat die nun dessen Bedürfnisse erfüllt oder nicht? Da sind wir neugierig drauf. Und dann sitzen wir in irgendeiner Firma, gut bezahlt, und hören nichts. Nichts hören wir von dem, was wir beitragen wollen zur Verbesserung einer Situation, zum Schönermachen des Lebens anderer. Nichts hören wir. Und wenn wir dann den Kollegen sagen, hört mal, ich habe nichts mehr gehört, da ich habe mich hier so angestrengt, mein Projekt und so weiter, das hat mich Tage und Nächte gekostet. Dann sagt der Kollege, sei froh, dass du nichts hörst. Wenn du was hören würdest, du würdest dich nur ärgern. Ja, was ist das für eine Kultur, in der wir da leben? Ja? Wo das nicht selbstverständlich ist. Ja? Das sollte doch selbstverständlich sein, dass wir das gemeinsam feiern. Also, unsere Meditation ist, wir meditieren über die Schönheit des erfüllten Bedürfnisses. Wir lassen das vor unserem geistigen Auge erscheinen. Wir feiern das. Die Bedürfnisse meines Gesprächspartners, meine Bedürfnisse, sind erfüllt. Es ist wie ein Tanz. Ja. Und natürlich feiern wir das auch ganz konkret im Kontakt mit der anderen Person. Ja? Indem wir das Feedback austauschen miteinander. Da können wir uns umarmen, da können wir Party machen. Ja? Das lohnt sich, das Leben gemeinsam zu feiern. Ja, ja, und nicht irgendwelchen Surrogaten hinterher zu hechten, die doch nie Erfüllung bringen. Ja? Naja, und dann haben wir diesen ungewöhnlichen Aspekt Upekkha, der Gleichmut. Also Upa heißt über, Iksha heißt schauen. Also ich schaue mir den ganzen Kosmos, mein persönliches Universum und alles andere schaue ich mir an. Aber nicht, das geht mir doch am Arsch vorbei, sondern anteilnehmend. Es ist eine anteilnehmende Gelassenheit, die ich an dem Punkt habe. Und diese anteilnehmende Gelassenheit, ja, also, das bedeutet, wir haben Kontakt zur Weisheit der Wesensgleichheit. Wir haben Kontakt zu dieser gegenseitigen Beziehung. Es ist uns nicht fremd, es ist uns selbstverständlich. Ja, wir haben auch zu solchen Begriffen wie Leerheit und Shunyata ein positives Verhältnis. Das ist nicht irgendwie der Horror Vakui, der uns da erreicht, sondern nein. Wir wissen, das ist der Potenzialzustand, in dem sich die Schöpfung ständig befindet, in dem uns alle möglichen Erscheinungen anspringen und uns klar machen, dass sie mit uns wesensgleich sind. Und es ist auch der Zustand des Loslassens und Nichtanhaftens. Wir sind im Fluid, in Bewegung. Im Flow, wie man heute sagt, ja, Flow, also Fluss auf Deutsch. Ne? Wir sind im Fluss. Und unsere Meditation in der Hinsicht ist, wir alle sind Wellen im großen Ozean. Wir sind
Prozesse in Prozessen in Prozessen in Prozessen. Und das sich anschauen und die Schönheit darin sehen, das geht da auf und ab. Geburt und Tod, alles Mögliche ist dabei. Und wir haben die Kraft, uns das anzuschauen. Das ist Upekkha, der Gleichmut, mit dem wir wirklich mit offenen Sinnen schauen. Wir lassen das an uns herankommen und nehmen das in uns auf und erkennen, dass alle Erscheinungen im Grunde genommen Aspekte von uns selbst sind. Alle. Ja, und wenn wir unser Herz so weit aufmachen können, dann erleben wir, man sagt manchmal, eine Parallelwelt, ein Paralleluniversum. Wir treten durch eine Tür und sind in einer anderen Welt. Und das ist die Welt des Erfülltseins. Die ist für jeden von uns da, für jede von uns da. Nur wir machen uns nicht verfügbar dafür. Wir mauern uns da ein. Ja? Wir gehen in die Abgrenzung, wir gehen ins Trennende. Wir wollen mit den anderen Idioten, von denen wir umzingelt sind, nichts zu tun haben. Das ist nicht die Welt der Erfüllung. Ja? Und immer wieder fragen wir uns, ja, wie können wir zur Überbrückung der Gegensätze, die wir erleben, beitragen? Es war gestern von vielen, habe ich das gehört, es hat euch eingeleuchtet, dass wenn uns etwas an jemand anders stört, dass das etwas ist, was wir selber da reintragen, ja, als Urteil, als Kritik, als Sichtweise und so weiter, leuchtet ein. Aber wie kommen wir aus der Falle raus? Ja, da kommen da 6 Leute zum Samu und ich bin da der Jiki und stehe da und denke, wir sind doch hier eigentlich 20. Wo sind eigentlich die anderen 14? Ja? Ja, da, jetzt da in den Gleichmut zu verfallen, anteilnehmend in die Gegend zu gucken, das ist nicht ganz einfach. Da hat man so ganz andere Gedanken in dem Moment. Ja? Wo bleiben die Arschlöcher eigentlich? Wir machen doch hier eine gemeinsame Übung. Was haben die sich denn vorgestellt? Ja? Ja, also solche Gedanken können uns durchaus kommen. Aber die wollen natürlich auch erlöst werden. Und dazu kann beitragen das gegenseitige Verständnis für die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite. Marshall Rosenberg, der schreibt dazu. Frieden erfordert etwas weitaus Schwierigeres als Rache oder das bloße Hinhalten der anderen Wange. Es erfordert die Einfühlung mit den Ängsten und unerfüllten Bedürfnissen, die bei den Menschen für den Impuls sorgen, einander anzugreifen. Deren Bedürfnisse und Ängste sind für uns besonders wichtig und die brauchen Einfühlung. Wenn Sie sich dieser Gefühle und Bedürfnisse bewusst sind, verlieren die Menschen ihren Wunsch zurückzuschlagen, weil sie die menschliche Unwissenheit erkennen können, die zu diesen Angriffen führt. Es ist menschliche Unwissenheit, die uns Angriffsgedanken bringt.
Wenn wir wirklich tief schauen könnten, dann hätten wir das nicht. Dann wären wir im Space der Wesensgleichheit. Dann könnten wir darauf verzichten. Stattdessen machen sie sich zum Ziel, für die empathische Verbindung und das Wissen zu sorgen, dass sie befähigt, ihre Gewalttätigkeit zu transzendieren. Also denen wir empathisch begegnen, ja? Und sich zu kooperativen Beziehungen zu engagieren. Wenn Menschen mit ihren Bedürfnissen in Verbindung stehen, haben sie nicht diese Wut, die sie dazu antreibt, andere bestrafen zu wollen. Wir müssen unsere Bedürfnisse einschätzen können. Sind sie erfüllt oder nicht? Aber das tun wir, ohne dass wir in unserem Kopf Feinde oder Schurken aus diesen Menschen machen, die auf die eine oder andere Weise nicht unsere Bedürfnisse erfüllen. Jedes Mal, wenn wir in unserem Kopf ein Urteil über andere fällen, statt in unser Herz zu gehen und die Bedürfnisse zu sehen, verringern wir die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen uns gerne etwas geben. Tatsache bleibt, dass Menschen, die mit den Bedürfnissen hinter der Wut, der Frustration und der Gewalt verbunden sind, sich in eine andere Welt hineinbegeben können. So auch wir. Ja, und zum Thema Karuna und bedingungslose Anteilnahme habe ich schon oft hier gesprochen. Da kennt ihr schon meine Beispiele und alles Mögliche. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Gleichmut kommen. Wir haben ja in Mumonkan 9 den Daitsu Chisho Buddha, ja? Der sitzt da 10 Kalpas. Ein Kalpa ist ein Weltzeitalter. 5 Kalpas sind die Zeit, wo ein Universum entsteht und wieder vergeht. Wenn du jetzt 10 Kalpas sitzt, ne, dann hast du den ganzen Laden da schon 2-mal untergehen sehen. Und bleibst immer noch in anteilnehmender Gelassenheit. Ja. Tja, also... Daran können wir uns orientieren, wenn wir den Eindruck haben, mich beschäftigen schicksalhafte Fragen. Warum bin ich noch kein Buddha geworden? Warum erlebe ich jetzt diese Kriege? Warum droht mir eins meiner Kinder damit, sich umzubringen, wenn ich nicht sofort nach Hause komme? Ja, das ist der vierte Aspekt des Mitgefühls, der da von größter Bedeutung ist. Nämlich, natürlich brauche ich erstmal Selbsteinfühlung, wenn mir so ein Kind das androht, ja, also kann ich ja nicht sagen, es ist Schall und Rauch, nee, es ist meine Tochter, ja, die das allen Ernstes zu mir sagt. Wenn du jetzt nicht kommst, ich bringe mich um. Das muss man erstmal verkraften, wenn so eine Äußerung kommt. Ja? Aber dann, wenn man durchgeatmet hat, sagt man sich, Moment mal. Erstmal Aspekt Nummer 1, Selbsteinfühlung. Ja? In der Meditation, ich gebe mir Selbsteinfühlung. Was hat das zu bedeuten und so weiter. Dann kann ich fern Karuna dem Kind Einfühlung geben. Ja, es entbehrt da Geborgenheit und so. Kann ich spüren, ja. Aber dann, ganz wichtig, ich gehe in die anteilnehmende Gelassenheit. Das heißt, ich lasse das jetzt mal in der Hand des Universums. Denn
alle diese Wesen, alle meine Kinder, die sind nicht plemplem und blöd, sondern die haben viel gelernt über das Leben und die sind auch in der Lage, mal für sich selbst zu sorgen, auch wenn sie so tun, als wäre das nicht der Fall. Und dann ist mein Vertrauen gefordert. Mein Vertrauen, die kriegen das schon hin. Genauso wie hier, wenn zum Rohatso da der Jiki absagt und sagt, am besten wir sagen jetzt das Rohatso ganz ab. Da sind so viele Unwägbarkeiten, Öfen funktionieren nicht, bewährte Samu-Kräfte liegen mit Corona da nieder im Bett und so weiter. Kein Mensch kennt sich hier aus, wenn meine Sicherung ausgeht. Und so. Ja, was machen wir da? An teilnehmende Gelassenheit, ja? Gleichmut. Kommen wir hin und gucken uns um. Was ist hier los? Aha, Doxan-Raum ist ein Eiszapfen. Oh, was machen wir da mit Doxan? Naja, wir haben es ja alle angepackt. Und wir waren alle in dem Vertrauen, dass unser Rohatsu ein wunderbares Rohatsu wird, wie es ja jetzt auch schon 3 Tage lang gewesen ist. Und das macht uns diese anteilnehmende Gelassenheit möglich, weil sie uns Vertrauen schenkt. Wir vertrauen der Wesensgleichheit. Mein Gott, wir sind in einem wunderbaren Universum, was freundlich zu uns ist, wenn wir die Freundlichkeit annehmen. Also nehmen wir doch so eine Botschaft, ich bringe mich um, wenn du jetzt nicht nach Hause kommst. Oh, interessanter Aspekt dieses Universums. Ich vertraue mal darauf, dass ich trotzdem in einem freundlichen Universum lebe und höre mir das mal an und gehe mal damit in Meditation. Aber ich fahre auf keinen Fall nach Hause. Ja? Auf keinen Fall. Weil das widerspricht Paragraph 1. Ne? Und der ist auch mal wichtig. Also ich würde da anrufen, wenn meine Kinder sowas sagen, wenn ich überhaupt anrufen würde, dann würde ich sagen, Kinder, ich komme in 5 oder 6 Tagen nach Hause und ich hoffe, dass dann alles aufgeklärt ist zu Hause, dass ich mich entspannt in unserem Zuhause aufhalten kann. Wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich sofort in eine Reha-Einrichtung gehen. Dann könnt ihr weiter darüber nachdenken, wie ihr mich glücklich machen könnt. Ist das klar geworden? Ich vermute ja. Also, tschüss, bis bald. So. Ja. Also, es ist wichtig, dass wir uns selber vertrauen und der Situation vertrauen und uns nicht in die Unsicherheit treiben lassen. Und dann denke ich eben manchmal an den Daitsu Chisho Buddha. Der hat 2-mal die Welt entstehen und vergehen sehen und ist trotzdem ruhig geblieben. Ja. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.